Das Werkzeug des Organisten ist sein Instrument. Und wie jedes Werkzeug eines Spezialisten muss es höchsten Ansprüchen genügen. Rieger Orgelbau garantiert dies seit über 160 Jahren. Instrumente aus dem Hause Rieger beruhen auf traditionell handwerklicher Orgelbaukunst und sind gepaart mit Hochtechnologie des 21. Jahrhunderts. So werden sie auch den höchsten künstlerischen Ansprüchen der weltweit führenden Organistinnen und Organisten gerecht. Nach der Firmengründung durch Franz Rieger 1845 war der Betrieb genau 100 Jahre in Jägerndorf im heutigen Tschechien beheimatet. Im Zuge der politischen Umbrüche nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierten die Firmenleitung und ein wesentlicher Teil der Mitarbeiter an den heutigen Betriebsstandort in Schwarzach im Westen Österreichs. Nach mühevollem Neuanfang entwickelte sich die Firma, langsam aber stetig, wieder zu einem der anerkanntesten Orgelbaubetriebe. Heute baut Rieger weltweit Orgeln unterschiedlichster Art und Größe, seien es sakrale Instrumente wie hier im Dom zu Regensburg oder auch sinfonische Orgeln für Konzertsäle wie den berühmten Musikverein in Wien. Eines haben alle Instrumente aus dem Hause Rieger gemein, von der kleinen Continuo-Orgel bis hin zum großen sinfonischen Instrument. Ihre individuelle künstlerische Aussagekraft, wie auch die Sorgfalt und Liebe zum Detail, in der sie gefertigt sind. Rieger hat es sich zum Prinzip gemacht, sämtliche Fertigungsschritte, sowohl künstlerische als auch handwerkliche, im eigenen Haus zu belassen. Entwurf, Planung, Fertigung und Klang, alles liegt in eigener Verantwortung. Nur so kann Rieger seinen hohen Qualitätsanspruch erfüllen und garantieren. Neben altbewährter Orgelbaukunst engagiert sich Rieger auch bei der Entwicklung neuester Technologien. Sie ermöglichen dem Organisten eine noch individuellere Umsetzung seiner musikalischen Vorstellungen. Thank you.
Neben der Konzeption und dem Bau moderner Orgeln widmet sich Rieger auch mit besonderem Interesse der Restaurierung und Rekonstruktion wertvoller historischer Instrumente. Bei der Restaurierung sind alte Fertigungstechniken, das Wissen um den historischen Klang und um geschichtliche Zusammenhänge unerlässlich. Nur wenn man sich gedanklich vollkommen in die Zeit der Erbauer zurückversetzt und jedem Detail besondere Beachtung schenkt, kann eine Restaurierung den Geist des Originals wiedererwecken. Bei seinen neuen Instrumenten kann Rieger im wahrsten Sinne des Wortes alle Register seiner Erfahrung ziehen, um dem Organisten sämtliche künstlerischen Möglichkeiten zu bieten. Die Orgel, als das wohl komplexeste Musikinstrument überhaupt, hat sich über viele Jahrhunderte entwickelt und ist für uns noch nicht am Ende ihres Weges angekommen. Viele Gedanken und Ideen gilt es noch zu verwirklichen. Wenn es gelingt, durch unser engagiertes Tun zur Faszination dieses einzigartigen Instruments beizutragen, sind wir auf dem richtigen Weg.